Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhaltsupdates. Mein Name ist Chaos Mol und ich möchte dir in dieser Ausgabe mal so ein bisschen näher bringen, was dich im Monat Mai bei mir alles im Kanal erwartet. Ich bin immer noch an Skyforge dran, an der Beta. Ich muss sagen, Skyforge gefällt mir momentan sehr gut. Es ist definitiv kein schlechtes MMO. Ich habe eine Menge Spaß und das ist die Hauptsache. Das Einzige, was sich momentan so ein bisschen bei mir eingestellt hat, ist die Beta-Unlust. Einfach, was daran liegt, ich weiß, dass das, was ich jetzt alles in der Beta mache, irgendwann gelöscht wird. Und ich natürlich dann wieder komplett von vorne anfangen muss, was, wie gesagt, absolut richtig ist. Es muss getan werden, damit eben seit jeder Spieler irgendwo die gleichen Möglichkeiten hat, besonders für die Leute, die noch nicht in der Beta sind oder so. Also man verstehe mich nicht falsch, Beta-Vibe ist absolut richtig, aber es ist halt eben so, man weiß, dass es kommen wird und das lässt dann so ein bisschen weniger oder langsamer voranschreiten im Spiel, als man es eigentlich möchte. Ich bin auch gerade ein bisschen so am Überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich noch für das Spiel? Denn Skyforge ist, Gott sei Dank, recht umfangreich, was das anbelangt. Und natürlich muss man dann eine gewisse Zeit ins Spiel investieren. Und wie ich ja schon sagte, irgendwann wird der Punkt kommen, dass das alles wieder gelöscht wird und das, was ich erreicht habe, halt weg ist. Und vielleicht sogar, wenn ich gerade an einem Punkt bin, wo ich mich darauf hinarbeite, zum Beispiel ich arbeite mich gerade zur Klasse des Kinetikers hin, dass vielleicht irgendwann der Punkt kommt, man mir dann sagt, hey, nächste Woche wird die Beta leider aufhören zu existieren, alles wird gelöscht und du wirst es definitiv nicht mehr schaffen, in einer Woche dorthin zu kommen. Nett aber, dass du es probiert hast. Deswegen ist das für Videos immer so eine Sache, okay, was macht man jetzt noch, ohne dass man eben halt letztendlich Gefahr läuft, dass das, was man vorbereitet für das Video, vielleicht schon wieder weg ist und man dieses Video gar nicht mehr machen kann oder erst zum Release machen kann und das dann Wochen oder Monate dauert wieder. Deswegen ist das immer nur so eine Sache, okay, was mache ich jetzt noch für Skyforge für Videos? Ich nehme auf jeden Fall an, dass da noch ein, zwei Videos kommen werden mit meinem momentanen Wissensstand, aber wie viel darüber noch hinaus vermag ich momentan nicht zu sagen. Ebenfalls dran bin ich noch an der Guild Wars 2 Beta zu Heart of Thorns. Die läuft zwar momentan nicht, aber es gibt momentan ein Beta-Event im Spiel. Man muss mehr oder weniger in einem bestimmten Gebiet Mobs farmen und dort kann ein Portal bei rausspringen und wer dieses Portal denn findet in den Mobs, kann eben halt in die nächste Heart of Thorns Beta rein. Das Portal würde ich mir gerne holen, obwohl NCSoft nach meinen Accountdaten gefragt hat für die Heart of Thorns Beta. Also die haben mehr oder weniger angefragt, ich habe ihnen die Daten gegeben, aber passiert ist da noch nichts, deswegen möchte ich da auf Nummer sicher gehen und ich kann sagen, das Ganze ist ziemlich ermüdend bis gar langweilig. Also es ist halt wirklich purer, öder Grind. Es gibt irgendwie keine besonderen Mobs, es gibt keine Events, sondern wirklich einfach, hier ist das Gebiet, da laufen Mobs rum, mach sie platt. Und ich glaube, ich mache das jetzt seit mehreren Tagen für mehrere Stunden irgendwie und mein Erfolg war zumindest, was dieses Portal anbelangt, relativ gering gewesen. Dafür habe ich ganz viele seltene Items und so bekommen, also wirklich wertvolle Items zum Teil. Also das war relativ erfolgreich, was den Beta-Zugang anbelangt. Leider nicht sehr viel. Da hätte man sich irgendwas Besseres oder Interessanteres einfallen lassen können. Ich weiß, dadurch lässt sich, denke ich mal, die Beta-Vergabe so ein bisschen steuern. Eben halt, dass ArenaNet sagt, okay, pass auf, in diesem und diesem Mob ist das Ganze drin und somit können wir die Anzahl der Spieler steuern. Spaß machen tut das aber dennoch nicht. Und ich denke mal, das könnte man durchaus machen in einer Art Beta-Event, dass die Leute zumindest ein bisschen Spaß haben, sich den Key zu besorgen. Was ich ebenfalls machen wollte, ist eigentlich eine neue Folge ausgespielt. Und zwar zu Dungeons
2, eine Art Dungeon Keeper-Klon von Calypso Media. Ich habe mir das Spiel jetzt schon ein bisschen angeguckt. Es spielt sich eigentlich, wie man es von einem Dungeon Keeper-Klon erwarten könnte. Man baut eben halt den Dungeon auf, man baut eben halt dann seine Heerscharen auf und bekämpft dann eben halt die gegnerischen Helden und Abenteurer, die sich in den Dungeon verirrt haben. Es ist mehr oder weniger, wie gesagt, wie ein Dungeon Keeper. Ich muss sagen, es ist ein ganz guter Klon geworden. Ich habe bis jetzt wenig Bugs entdeckt. Eigentlich überhaupt noch gar keine Bugs. Es sieht sehr, sehr schick aus. Es spielt sich ganz gut. Es gibt hier und da einige Sachen, wo ich dann ein bisschen mit Kopf kratzen musste. Was ich zum Beispiel noch nicht gefunden habe, ist irgendwie eine Versammlungsflagge für die Soldaten. Ich muss das irgendwie komplett übersehen haben am Anfang im Tutorial und finde das jetzt irgendwie nicht mehr, dass ich sage, okay, hier sammelt sich meine Armee und dann kämpfe ich gegen die. Ich muss hier immer irgendwie ein bisschen einzeln und so klicken. Also etwas merkwürdig. Wie gesagt, da wollte ich ihn ausgespielt zu machen, aber ich werde mich wohl dagegen entscheiden. Nicht, weil Dungeon 2 ein schlechtes Spiel ist, sondern weil ich selber nicht viel dazu sagen könnte, außer eben halt hier, das ist ein Dungeon Keeper Klon und es spielt sich erstaunlich oder auch erschreckend ähnlich wie eben halt Dungeon Keeper oder auch das kürzlich erschienene War of the Overworld oder For the Overworld, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. Bloß eben, das ist relativ bugfrei. Also, wer da unbedingt mal ein Dungeon Keeper Klon spielen möchte, der denke ich, man kann ruhig mal einen Blick in Dungeons 2 werfen. Aber auch nur, wer das Geld für übrig hat. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil dafür habe ich das Spiel zu wenig selber gespielt. Und das wird auch der Grund sein, warum ich kein ausgespielt machen werde. Weil das Problem ist einfach, wie es immer so ein bisschen in der Spielebranche ist, man hat Wochen und Monate, da passiert nix. Gar nix. Also man kann mehr oder weniger an seinen Füßen spielen, irgendwelche Klassiker wieder rausholen und die ein bisschen spielen. Und dann kommen auf einmal wieder Wochen und Monate, da kommen die Spiele nur hintereinander weg angeschossen. Und man weiß gar nicht, was man irgendwo zuerst spielen soll. Wir kommen jetzt langsam wieder in diese Zeit. Also ich merke es, meine Liste von Spielen, wozu ich irgendwas machen möchte, ist lang und sie wird immer länger. Zum Beispiel The Witcher 3 kommt ja Mitte des Monats raus, am 20. steht auf meiner Liste ganz, ganz weit oben und ich überlege jetzt halt schon so ein bisschen, okay, was mache ich dazu eigentlich? Ein ausgespielt, ganz klar, keine Frage. Aber sonst mache ich darüber was hinaus? Mache ich irgendwie interessante Guides oder so? Let's Plays wird es auf jeden Fall nicht geben. Wie gesagt, ich bin kein Let's Player. Das habe ich schon oft genug gesagt. Irgendwelche Guides oder interessanten Videos oder so. Also ich überlege jetzt halt schon so ein bisschen, okay, was kann ich in The Witcher 3 machen, was interessant sein könnte? Und diese Planung kostet doch etwas mehr Zeit, als ich irgendwo gedacht habe. Und dann kommen eben halt noch die anderen Spieler dazu, wie Skyforge, die momentan eine Menge Zeit von mir beanspruchen. Und nächste Woche kommen sogar die Macher von Games of Glory, ein Shooter-MOBA, so nennen es jetzt mal, oder ein Sch-MOBA, wie sie es nennen, die kommen mehr oder weniger zu mir. Die Entwickler, die bringen ihr neuesten Bild mit und sind auch Entwickler mit bei und werden mir dann das Spiel mal so ein bisschen vorführen. Ich werde spielen können und aufnehmen können und werde auch mit denen ein kleines Interview führen und so. Also recht interessant. Wie gesagt, die kommen nächste Woche zu mir und ja, mein Terminplan ist ziemlich voll, was verschiedene Spiele anbelangt. Und ich werde mal gucken, wie ich das alles so in den nächsten paar Wochen machen kann. Denn bis zum 20. ist Stichtag und dann kommt, wie gesagt, The Witcher. Und da werde ich einiges zu tun haben. Und am 21., ich glaube, es ist der 22. Mai, startet auch die Open Beta von Heroes of the Storm.
Ich werde auf jeden Fall erst was zum Release im Juni, Anfang Juni, was zu Heroes of the Storm machen. Also da wird es dann auch ein ausgespielt von mir geben. Ich weiß nicht so ganz, ob ich es hundertprozentig ausgespielt nennen werde oder nicht. Das wird sich dann zeigen. Denn man kann mit dem Spiel an sich ja nichts falsch machen, denn es ist ein Free-to-Play-Game. Und jeder kann sich dann selber überzeugen, ob das Spiel mehr oder weniger seine Zeit wert ist und das Geld wert ist, was man dort versenken kann oder nicht. Wie gesagt, beim Free-to-Play-Spiel ist das ja nicht so das Problem. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem ein ausgespieltes machen. Und ja, es steht eine Menge an im Monat Mai. Und ich danke dir auf jeden Fall hier erstmal fürs Einschalten. Mein Name ist Kasmul und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.